Oh, du bist voll die Spinnerin. Und wer Depressionen hat, der kann gar nicht rausgehen und feiern. Wie geht denn sowas? Wenn man Depressionen hat, liegt man normalerweise im Bett und heult den ganzen Tag. Man darf sowieso nicht rausgehen, weil wenn man rausgeht, geht man ja unter Menschen. Und wenn man so eine Panikattacken hat, wie man immer erzählt, dann geht das ja gar nicht unter Menschen. Was fällt dir eigentlich ein, ständig irgendwelche Fotos mit Promis zu posten? Ganz ehrlich, denkst du jetzt, du bist Fame oder was? Du hältst dich auch für was ganz Besonderes. Kannst den ganzen Tag rumlaufen, total gestylt, top geschminkt und immer schön angezogen und du erzählst, du hättest Depressionen. Das geht ja wohl gar nicht. Hör doch mal auf, die ganze Zeit immer nur rumzujammern, dass es dir schlecht geht. Zieh dir mal was an und geh raus. Du liegst den ganzen Tag immer nur faul im Bett. Geh doch mal arbeiten, tu doch mal was. Geh doch mal unter Menschen. Geh doch mal raus und zeig den Leuten, dass man sich nicht Unterhalt kriegen lassen muss, nur weil man ein bisschen krank ist und Depressionen hat. Willkommen in meinem neuen Video. Genau das, was ich gerade alles gesagt habe, sind die Sätze, die fast täglich mittlerweile wieder fallen mir gegenüber. Ich frage mich manchmal wirklich, warum Menschen so sind. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video, weil ich mir gedacht habe, ich würde gerne mal mit den Vorurteilen aufräumen. Und zum Schreiben ist es immer sehr schwierig, weil man es nicht ganz genau so rüberbringen kann, wie man es wahrscheinlich meint. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Video nochmal für euch zu machen. Fangen wir doch einfach mal damit an, dass es heißt, Charisse, wie kann das sein, dass du rausgehen kannst und auch noch feiern gehen kannst mit Depressionen? Also ich könnte das ja wohl gar nicht. Das sind Sätze, die mich in den letzten 2 Wochen sehr oft erreicht haben von euch. Hauptsächliche Gründe sind, glaube ich, dafür die Abende gewesen, wo ich zum Beispiel einmal mit Kerstin Ott unterwegs war abends. Und jetzt am Wochenende war ich ja noch auf Auftritt von Jan Like. Und auch dort habe ich Fotos von gepostet. Und ich kann euch wirklich sagen, wie soll ich das erklären? Also fangen wir mal damit an. Die ganze Woche über ging es mir schlecht, wirklich schlecht. Also ich lag die ganzen Tage im Bett. Irgendwie war alles total doof. Ich habe das Gefühl gehabt, ich finde keinen richtigen Weg mehr nach draußen. Ich finde keinen Halt, keine Hoffnung. Alles war irgendwie weg die ganze Woche über. Es war nichts da, wo ich gesagt habe, oh, wenn ich das jetzt mache, das könnte mir irgendwie gut tun. Und ich habe mich wirklich sehr verkrochen und bin auch selten rausgegangen. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mal rausgehe, hat mich dann gleich eine Panikattacke überrollt. Und ich habe geschwitzt und habe gemerkt, dass mir das alles schnell zu viel wird. Und dann kam der besagte Samstag. Diesen Samstag haben wir schon seit fast 2 Monaten geplant, ich mit meinen Mädels, dass wir nach Kiel wollten zum Auftritt von Jan Like im Atrium. So. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man seit 2 Monaten etwas plant und sich da auch drauf freut, ist es nochmal eine andere Sache, als wenn man einen Termin beispielsweise auf dem Amt hat, wo man weiß, das müsste man jetzt machen, aber es ist nichts Schönes. Und das ist auch einer mit der Gründe, warum das für mich möglich ist, solche Abende. Ich habe den ganzen Vormittag und auch den Abend, bevor es soweit war, am Freitagabend wirklich lange überlegt, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, sage ich ab, weil eigentlich mein Körper hat nach Ruhe geschrien. Er wollte Ruhe, er wollte nichts machen, er wollte weinen, schreien und alles. Alles war blöd, alles war scheiße. Ich habe nichts mehr gesehen, wo es einen Weg nach draußen geben könnte. Und genau das ist aber auch der Punkt, warum ich dann rausgegangen bin. Mein Gedankengang war, Mensch, es ist gerade sowieso alles richtig beschissen, also wirklich beschissen. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Das Gefühl, ich laufe den ganzen Tag gegen irgendwelche Wände und komme da auch nicht wieder raus. Und warum soll ich dann nicht einfach rausgehen und tanzen und feiern und scheiß was drauf? Warum? Ich meine, ob ich jetzt abends im Bett liege und heule und sage, mein Leben ist scheiße, oder rausgehe und sage, scheiß drauf, und wenn es mein letzter Tag ist. Ich sage so, an dem Abend war es wirklich so, auch gefühlsmäßig, dass wenn an dem Abend jetzt irgendwas passiert wäre, sage ich mal, mich hätte jemand zusammengeschlagen oder ich irgendwas Schlimmes, es hätte mich nicht interessiert. Und genau das ist dann auch der Grund, warum ich dann rausgehen kann. Es ist nicht so, dass ich abends sitze, heule und am nächsten Tag fühle ich mich dann wieder wie neu geboren und alles ist auf einmal cool und ich spinne nur rum. Das ist es halt nicht. Es ist wirklich so, diese Scheißegal-Haltung. So, was soll denn noch Schlimmeres kommen? Und wenn irgendwas passiert, scheiß drauf. Schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden. Das sind die Gedankengänge in den Momenten. Und wenn es mir wirklich so schlecht geht, dann finde ich es
von meiner Seite aus einen ganz, ganz großen Schritt, trotzdem rauszugehen, dass man das vielleicht mal so sieht und nicht, oh, gestern hat sie noch geheult und heute geht sie feiern, die lügt doch. Und ich finde das sehr schade, dass das viele von euch so sehen, weil ich meine, ich bin ja nicht die einzige Betroffene. Ich sag mal so 90% auf meiner Seite von euch sind ebenfalls Betroffene, die das eigentlich kennen müssen, dieses Auf und Ab. Vielleicht ist es wirklich so, dass es bei mir noch der Unterschied durch das Borderline ist, dass es wirklich extreme Schübe sind, wo plötzlich alles toll ist, wo auf einmal wieder alles schlecht ist. Das läuft innerhalb von einem Tag wirklich so auf und ab, meine Gefühlswelt. Und das ist fucking unfassbar anstrengend. Ich weiß nicht, ob das man sich vorstellen kann, aber stellt euch vor, ihr steht morgens auf und fühlt euch total zerknittert und zerknautscht und denkt so, nee, oh, ich will jetzt nicht aufstehen und der Tag wird sowieso blöd und es gibt nichts Sinnvolles im Moment, was mir helfen könnte, alles ist scheiße und lauter solche Dinge. Und dann plötzlich, wenn ihr aufsteht nach dem Duschen, setzt ihr euch irgendwie vor den Fernseher oder so und plötzlich fangt ihr dann auch noch an zu heulen und ihr wisst gar nicht warum. Und es ist alles plötzlich noch schlimmer als... Und es gibt gar keinen Grund, es ist gerade einfach so. Und dann plötzlich gegen Mittag kriege ich so einen Aufschwung. Ich habe das Gefühl, oh, ich will raus, ich will unter Menschen, ich will mir neue Sachen kaufen, ich will was Neues machen, was Tolles. Und bin voll in so einem Flash irgendwie. Und von dem ganz weit oben falle ich dann aber auch abends wieder genauso weit runter, so wo ich morgen, an den Punkt, wo ich morgens war. Und das ist fast... Das ist... unfassbar anstrengend, das kann man sich nicht vorstellen, was das mit einem macht, weil das Schlimme ist ja, es ist ja nicht mal ein Grund da, warum das so hoch, runter und alles Mögliche geht. Es ist einfach so. Und ich finde das sehr unfair von vielen von euch, mir zu unterstellen, ich wäre nicht krank, sondern ich würde das alles nur machen, um eine Show zu machen, um unter Promis zu kommen. Hey, ich habe ein Foto mit Jan Laik, oh, ich habe ein Foto mit Kerstin Ott, oh, ey, scheiß was auf die Fotos. Mir ging es darum, bei Kerstin Ott zum Beispiel sie kennenzulernen. Ich habe einen Menschen kennengelernt, ich habe mich mit ihr unterhalten, ich habe mit ihr über mein Leben gesprochen und sie hat mir auch einiges von sich erzählt. Und ich denke jetzt nicht, dass ich Best Friends mit ihr bin oder irgendwas, aber ich habe sie kennenlernen dürfen und das war ein toller Moment für mich. Und so war es auch mit Jan. Es hat keineswegs irgendwelche Gründe, dass ich meine Facebook-Seite habe. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt weiß, dass ich eine Facebook-Seite habe. Keine Ahnung. Es ist einfach so, dass ich mir Wege suche, um an die Leute ranzukommen. Und das mache ich, weil für mich sind das Wünsche, die ich mir dann erfülle in den Momenten. Und da wird nicht darauf geachtet, wie viele Likes habe ich. Okay, die hat genug, kann sie ran an die Promis. Nein, ich schreibe, genauso wie ich bei euch meine offenen Texte schreibe, eine Nachricht mit meinen eigenen Worten, was meine Wünsche sind, was ich schön finden würde, ob das möglich ist. Ja, nein, vielleicht. Und genauso lief auch das Treffen. Ich würde es nicht mal Treffen nennen. Es war natürlich schon so, dass Jan scheinbar Bescheid wusste, dass ich komme. Und er hat sich ja auch gefreut, mich zu sehen. Und das hat aber gar nichts mit meiner Seite zu tun, sondern damit, dass er wusste, dass ich den Wunsch habe, ihn mal zu treffen, weil ich wusste, er ist in der Nähe und ich würde das total cool finden. Und genau so war es auch. Und ich hatte auch mir da meinen Raum geschaffen an dem Abend. Ich habe dort gestanden, an der Absperrung, direkt am DJ-Pult, also Jan stand direkt vor mir. Das hat mir sogar ein Stück Sicherheit gegeben, zu wissen, okay, Jan steht da, der hat auch von da aus alles im Blick. Wenn irgendwas passieren sollte, könnte auch er eingreifen. Und das gibt mir in dem Moment wirklich Ruhe. Und hinter mir war auch nicht viel. Ich habe meine Mädchen um mich rum gehabt, meine Freundinnen. Und die haben auch natürlich mit aufgepasst. Und das ist es einfach, was viele von euch vielleicht noch nicht können oder so. Aber ich schaffe mir dann meinen Raum, den ich brauche, wenn es alles andere mir auch zu viel wäre. Ich hätte mich nicht geschafft, unten in die große Menge zu stellen, wo alle standen und gefeiert haben und getanzt und blö. Sondern ich habe mich abseits ein bisschen hingestellt und... Für mich war das dann ein schöner Abend, muss ich wirklich sagen. Kommen wir nochmal zu dem Satz, was ich immer sehr lustig finde. Einige sagen, Charisse, wie kann das sein, dass du rausgehst und dass du ständig unterwegs bist und dann auch noch so top gestylt? Und wenn ich nicht rausgehe und schreibe, dass es mir schlecht geht und ich zu Hause bin, dann schreiben die anderen 50%, mein Gott, du jammerst auch den ganzen Tag nur rum. Zieh dir doch mal was an und geh mal raus. Mach doch endlich mal was. Ja, hä? Hallo, geht's noch? Was soll ich denn machen? Es ist wirklich so, jeder von euch denkt, ich bin wie so eine Figur, so eine Puppe, so ein, ja, Charisse Lifestyle und macht und tut und kann. Und das hat jetzt zu funktionieren. Und
sie muss ja die Vorzeigedepressive sein, weil sie stellt sich ja schließlich auch so hin. Und genau das ist es eben nicht. Ich möchte keine Vorzeigedepressive sein. Ich bin nicht steuerbar. Mit einer psychischen Erkrankung bist du nicht so, wie es im Buch steht. Da bist du individuell und zwar jeder einzelne von euch. Und jeder hat seine Macken und seine Wege, mit Dingen umzugehen. Der eine geht stricken, der andere geht häkeln, der dritte macht Sport, der vierte geht Blockflöte spielen. Ich weiß es nicht. Jeder hat doch seine eigenen Sachen, die ihm gut tun. Und mir tut es gut, unter Menschen zu gehen, mit denen ich Spaß haben kann und mir in der Zeit mich auch nur auf diese Menschen zu konzentrieren und die alle um mich herum sonst zu vergessen. Musik zu hören und einfach frei sein und zu tanzen. An einem Ort, wo ich nicht täglich bin, wo ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand über den Weg läuft, den ich kenne, so gering ist, das gibt mir in dem Moment Freiheit. Und es ist wirklich, dass es bei jedem natürlich auch anders ist. Und das ist eben das, was mir manchmal einfach fehlt, dieses Verständnis von vielen zu sagen, okay, das, was sie gerade macht, das könnte ich zwar nicht, aber was könnte ich machen oder was mache ich, wenn es mir schlecht geht, damit es mir besser geht? So hat ja jeder seinen eigenen Weg. Und was viele wohl auch vergessen manchmal, meine Seite hat die Beschriftung Mein Leben mit Depression und Borderline. Meins. Nicht deins oder ihrs oder seins. Jeder hat sein eigenes Leben und ich schreibe auf der Seite über mein Leben, wie ich meine Erfahrung mache, wie ich mich fühle, wie ich darüber denke, wie das alles für mich ist, mit Auf und Abs und zu 1000% ehrlich. Das kann ich euch wirklich nur sagen. Ich bin wirklich immer ehrlich. Ich poste nichts, was nicht so ist. Ich schreibe auch nichts, was sich nicht so anfühlt. Wisst ihr, wie oft ich da sitze und Texte schreibe? Weil ich denke, ich möchte das gerade loswerden oder das könnte interessant für den einen oder anderen sein, was ich hier zu sagen habe. Dann aber das, was ich seitenweise geschrieben habe, wieder lösche, weil ich merke, das passt gerade nicht zu meinem Gefühl. Ich kann mich damit nicht identifizieren, wenn ich das jetzt der Öffentlichkeit poste. Nicht, weil ich mich vor irgendwas schäme, sondern es passt einfach nicht. Gefühlsmäßig ist das gerade so, nee, das möchte ich jetzt nicht. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, dass ihr wisst, dass ich das nicht aus Spaß mache oder dass ich denke, ich habe jetzt irgendwelche Vorzüge, weil die hat man nicht mit so einer Seite. Ich bin genauso ein Mensch, der dahinter steht wie ihr alle und ich bin auch nichts großartig Besonderes und ich habe auch keine Vorzüge in irgendeiner Form. Ich habe einfach manchmal nur die Gabe, mich so auszudrücken, auch in schriftlicher Form, dass es bei anderen Menschen ankommt. Und genau deswegen sind auch viele von euch auf meiner Seite, weil sie merken, ey, das, was die da erzählt, das ist genau das, was ich auch gerne sagen möchte, aber ich kann das nicht so. Und das ist doch eigentlich was Schönes, wenn ich es schaffe, eure Worte niederzuschreiben oder auch in Worte zu packen, ohne dass ihr das müsst und ich es quasi für euch tun kann. Das ist doch eine schöne Sache für beide Seiten. Nicht nur für mich, auch für euch. Und ich hoffe einfach, dass das auch dabei bleiben wird, dass ihr weiterhin versucht, einfach mal über den Tellerrand hinaus zu schauen und nicht immer nur dieses Engstirnige, was bei mir nicht geht, kann bei ihr auch nicht gehen oder andersrum. Weil das ist es wirklich nicht. Es ist bei jedem anders und ich wünsche mir wirklich vom Herzen, dass ihr das einfach auch mal an euch ranlasst, dass ihr euch auch selbst die Chance gibt, mal zu verstehen, was ist da eigentlich mit mir los und wo liegen die Unterschiede zwischen mir und vielleicht den anderen. Ich habe die Diagnose jetzt seit 5 Jahren ungefähr. Am Anfang war für mich das auch alles ganz komisch, wo ich sie erst bekommen habe. Ich dachte so, hä? Wie Depression? Was ist denn das? Burnout? Kenne ich gar nicht. Da war ich, 16 glaube ich, ungefähr 15, 16. In dem Alter weißt du nicht, was das ist und kannst damit auch einfach gar nichts anfangen. Für mich war es dann auch komisch. Wieso kann ich denn nicht mehr in die Stadt gehen? Wieso stehe ich denn da jetzt vor dem Eisladen und schaffe es nicht mehr mal, eine Kugel Erdbeereis zu bestellen oder so, sondern fange gleich an zu heulen, wenn ich andere Menschen sehe? Was ist das alles? Aber ich sage mal so, 5 Jahre ist eine Menge Zeit, um zu lernen, was das alles mit mir macht. Und ich verstehe sehr viel und habe mich auch sehr oft mit dem Thema beschäftigt und deswegen verstehe ich auch, dass das bei jedem anders sein kann und merke auch Unterschiede zwischen den ganzen Leveln, sage ich mal, weil einer ist zum Beispiel erst da, dass er jetzt gerade die Diagnose bekommen hat und erstmal gucken muss, wie komme ich damit klar. Dass derjenige nicht schon rausgehen kann und sagen kann, auch scheiß was aufs Leben, ist mir auch total bewusst. Aber es gibt auch die Leute, wie bei mir zum Beispiel, die schon seit einer gewissen Zeit das Ganze jetzt haben und auch lernen müssen, damit umzugehen, weil es einfach sich nicht einfach ändern wird. Also ich kann jetzt nicht sagen, ach ja, ich gehe jetzt morgen nochmal zur Therapie und dann müsste es mir eigentlich wieder besser gehen, ich bin wieder gesund und dann kann ich auch wieder arbeiten und dies und das. Das ist es ja eben leider nicht,
sondern man muss lernen, wie gehe ich damit um, wenn mich jetzt was überrollt. Wann fange ich an, das zu akzeptieren? Wann sind die Momente, wo ich gegensteuern muss, wo ich sagen muss, okay, mir geht's jetzt zwar schlecht, aber ich gehe trotzdem raus und ich möchte trotzdem was erleben. Wann sind die Momente, wo man sagen kann, es ist okay, dass ich jetzt im Bett liege und einfach mal weine, schreie und alles rauslasse? Und diese Momente kommen mit der Zeit. Das kann man nicht von vornherein haben und das erwartet auch gar keiner. Das ist einfach eine Sichtweise, die man mit der Zeit gewinnt. Und deswegen bin ich auch nicht ganz so böse, wenn Leute sagen, ich verstehe das nicht. Aber ich bin schon, mich trifft das schon sehr, wenn ich lese, du bist gar nicht krank, du willst nur Fame, du spinnst. Und ich habe dann einen gewissen Eindruck, was das jetzt hier alles werden soll. Aber ich halte mich noch bedeckt. Das sind Kommentare, da kann ich, sitze ich zu Hause und fasse mir an den Kopf und denke dann so, Dann sagt ihr gleichzeitig ja auch, ich soll mich immer nicht von diesen Hatern so beeinflussen lassen. Das hier ist ja auch schön und gut, wenn man an Tagen ist, wo es einem gut geht, wo man mit sich selbst im Reinen ist. Passiert nicht oft, kann aber vorkommen. Und mein Problem ist einfach, dass ich im Moment gar nicht mit mir im Reinen bin. Ich stehe total neben mir und weiß nicht, was ist richtig, was ist falsch, was will ich überhaupt, was will ich nicht, wo geht mein Weg hin. Ich eier im Moment total rum und finde einfach nicht meinen richtigen Weg. Und wenn du in so einem Modus steckst, wo du gar nicht weißt, wohin mit dir, und dann kommen von links und rechts, von vorne und von hinten Menschen, die dich nicht mal kennen und dich in alle Richtungen schubsen wie so ein Ping-Pong-Ball und sagen, du musst aber das machen und du musst aber das machen und wieso machst du das und eigentlich hättest du doch heute zu Hause bleiben müssen und eigentlich musst du aber doch rausgehen und das macht einen völlig wirr und man versucht es abzuschalten, aber wenn man selber auf der Suche ist nach einer Antwort, wie geht's jetzt weiter in meinem Leben und dann Antworten bekommt, dass alles, was man macht, erst recht falsch ist, dann ist man irgendwann schon mal verwirrt und fragt sich, ist überhaupt noch irgendwo der Sinn gerade von allem, was ich hier tue? Und das fällt mir dann auch schwer in diesen Momenten, wie es jetzt gerade ist, zu sagen, ach, ist mir scheißegal, was die Leute sagen, ich mach mein Ding. Weil was ist denn mein Ding? Das weiß ich manchmal nicht. Ich verliere mich zwischendurch ganz oft, dass ich dann denke so, ja, das läuft alles voll gut, aber was mache ich hier eigentlich gerade? So, ich weiß, ich zweifle ganz oft dann wieder an mir selber und frage mich wirklich, ist das richtig, was ich mache? Ist es falsch? Und dieses richtig und falsch, das gibt's wahrscheinlich auch gar nicht. Es ist einfach, man muss seinen Gefühlen folgen und ich würde mir wünschen, dass ihr mir die Chance auch gibt, dass ich meinen Gefühlen wieder folgen kann und ihr mir dabei mitfolgen könnt und mich begleiten könnt, ohne mich ständig hin und her zu schubsen. Ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt möchte, dass mich keiner mehr kritisiert oder sonst irgendwas. Damit kann ich sehr gut umgehen. Nur halt nicht immer. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn, sage ich jetzt mal ein blödes Beispiel, gestern euer Vater gestorben ist und am nächsten Tag euch einer querkommt, dann haut er dem auch gleich eine um die Löffel. Ob der jetzt was dafür kann oder nicht, sondern einfach, weil ihr sowieso so sensibel in den Momenten seid. Und wenn dann was kommt, dann haut es euch um. Und so ist es halt bei mir. Nur bei mir muss nicht jemand gestorben sein. Bei mir sind diese Momente automatisch einfach da. Das ist plötzlich alles so sensibel und komisch irgendwie ist. Ja, es ist auch schwer für mich, unterwegs zu sein, das Gefühl zu haben, hey, ich werde gesehen und das ist alles voll toll und voll cool, wie die Abende mit Kerstin und Jan, die nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil das jetzt so die Hauptabende sind, wo es mir besonders gut ging. Wenn man dann wieder nach Hause kommt, dann sitze ich da und fange an zu weinen, weil ich denke, hey, was habe ich denn jetzt, also, was habe ich denn eigentlich geschafft? Ich sitze hier, mein Leben ist immer noch kaputt, ich muss die Woche wieder zur Therapie, ich muss zur Ergotherapie, ich habe meine Termine beim sozialen Dienst, ich muss schauen, wie ich mit dem Geld über die Runden komme. Das sind alles Sachen, ich muss wieder zum Arbeitsamt. Das sind Sachen, die belasten auch mich. Und auch mein Leben glitzert nicht so, wie manche das scheinbar irgendwie denken. Das ist wirklich, ich habe kein Promi-Leben, nur weil ich, es hört sich so doof an, nur 30.000 Follower habe. Es sind eine Menge Menschen, aber ich mache das alles aus dem Herzen raus, weil ich es gerne mache und euch gerne was davon erzähle und nicht, weil ich jemanden habe, der mir dafür Geld gibt. Ich habe niemanden im Hintergrund, da gibt es niemanden, es gibt nur mich und ich mache das alles alleine und von Herzen und dann gibt es einfach auch Momente, wo ich nicht mehr kann, wo es mir alles zu viel wird und wo diese ganzen Kommentare mich aus den Socken hauen. Ich würde mir halt wünschen, dass da Verständnis ist und wünschen heißt für mich nicht, dass ich davon ausgehe, dass ihr jetzt alle das macht, sondern wünschen heißt, dass ich es mir wirklich wünschen würde. Ob es passiert oder nicht, ist dahingestellt, aber diesen Wunsch möchte ich einfach äußern. So, und ich glaube, jetzt habe ich euch genug vollgesappelt,
Aber wie immer hatte ich das Gefühl, ich muss das alles mal rauslassen und dem freien Lauf lassen. Und ich habe manchmal das Gefühl auch, dass ich, wenn ich spreche, das besser rauslassen kann als beim Schreiben momentan. Ich habe auch eine ziemliche Schreibblockade. Im Moment, ich sitze ganz oft vom Computer und sitze da und denke so, und jetzt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich habe nichts zu sagen und eher nichts zu schreiben. Zu sagen habe ich nämlich im Moment ganz viel und ich würde mir wünschen, wenn euch das hier alles gefällt, dass ihr mir das dann auch zeigt mit einem Kommentar, mit einem Daumen nach oben, dass ihr mein Video teilt. Zeigt den Leuten, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und helft mir damit ein Stück weit, weil mir das ganz doll hilft, darüber zu sprechen und vielen zu zeigen, was mit mir los ist, was diese Krankheit eigentlich beinhaltet. Und meine Videos habe ich einfach im Moment, ich habe im Moment den Wunsch, mehr zu sprechen als zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, es ist an der Zeit, das alles auch mal in 3D-Form rauszulassen und nicht nur in 2D schriftlich irgendwie. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich das Video jetzt bis zum Ende angeguckt haben, obwohl ich so viel gequatscht habe. Es tut mir leid, aber was raus muss, muss raus. Und ich bin froh, dass ich das alles rausgelassen habe. Mir geht es jetzt auch ein Stück weit besser. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich hier erzählt habe. Wie gesagt, zeigt es mir, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, über jeden Kommentar, über alles, was von euch kommt. Auch wenn ich nicht sofort antworten kann, ich schaue es mir trotzdem durch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und falls ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr gern mal für ein Video von mir haben möchtet, was ich mal erzählen soll, ob ich mal irgendwas Spezielles filmen soll, schreibt mir das einfach in die Kommentare und dann werde ich schauen, was sich davon umsetzen lässt. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Nikolaus und ansonsten sehen wir uns dann bestimmt bald wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!